Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Oh, ich habe mir hier die schlechteste Lichtsituation ausgesucht, vielleicht hier ein bisschen Tageslicht, Mischlicht, keine Ahnung. Ja, wir werden heute Stollen backen und unseren Weihnachtsbaum fällen. Aufgrund dessen, dass unser Herd kaputt ist, machen wir jetzt hier nur den Teig. Oh, meine Haare, habt ihr eigentlich schon meine neue Haarfarbe und Frisur gesehen? Meine Haarfarbe habe ich schon gezeigt, glaube ich. Genau, wir machen hier den Teig und dann fahren wir zu Tims Eltern. Dort fällen wir den Baum und packen währenddessen die Stollen dort in den Ofen. Unser Ofen wird erst nächste Woche repariert, aber das ist ein bisschen knapp, weil dann ist ja schon bald Weihnachten. Genau, und deswegen, es hat übrigens auch heute sogar geschneit, passend zum Weihnachtsfeeling. Du möchtest dein Buch zeigen? Cool. So, ich zeige euch jetzt mal hier unsere Back. Wie nennt man das denn? Ich habe Wortfindungsstörung. Ich habe schon lange kein Video mehr gedreht. Wir haben das Video mit Zutaten. Küchenmaschine. Hier wird jetzt abgewogen. Und ja, ich muss mal noch irgendwie das. Huch, oh Gott. Ich muss mal irgendwie noch das Stativ holen, um die Kamera in der Küche aufzustellen. Das wäre. Oh, ist das hier kalt. Das wäre auf jeden Fall eine gute Maßnahme für einen Zeitraffer oder sowas. Teig, der geht jetzt ein Stückchen, müssen noch ein warmes Plätzchen aussuchen und dann kommen noch restliche Zutaten dazu, also Mandeln, sowas hier, das sind Bittermandeln, die haben wir selbstständig geerntet, Ja. gekauft, geschält, gehackt, genau. Aber dazu sagen, was das für ein Krampf war, die Dinger zu kriegen. Die gibt es in der Apotheke, ist ganz einfach. Ja. So, ich war, weiß nicht, wie lange war ich weg? Eine Dreiviertelstunde und Doch, der legal, du eine bist ewig weg. Stunde. Ich habe mich beeilt und der Teig ist doppelt so groß geworden. Das Problem ist jetzt, dass die Schüssel, glaube ich, einfach zu groß ist dafür. Und wir deswegen also wahrscheinlich auf diese andere Schüssel da zurückgreifen müssen, die wir jetzt hart reinigen müssen. Und dann kommt das dazu und das und das. Und dann gucke ich noch mal eben, ob überhaupt noch was anderes dann fehlt. So, wir haben jetzt unsere Stollen. Hier ist einer, hier sind zwei, sieht man ja. Transportsicher verpackt, weil wir müssen ja jetzt so 100 Kilometer fahren, um die zu backen. Ich finde das gerade ziemlich lustig. Ich wollte euch die eigentlich vorher zeigen. Jetzt ist das gut gelaufen. Da sieht man was. Boah, das ist ja voll gut mit der Schärfe. Mega. Okay, wenn ich zu dich reingehen will. Genau, dann machen wir uns erstmal auf den Weg, packen jetzt alles zusammen und dann sehen wir uns irgendwann wieder, wenn die Stollen gebacken werden. Hier seht ihr nochmal die Stollen jetzt ausgepackt und ein bisschen aufgegangen. Und hier ist schon einer drin, der wird aber irgendwie mega dunkel. Ja, ich weiß auch nicht so ganz. Aber der muss jetzt da durch. Also, wir haben jetzt schon runtergestellt auf 140 Grad statt 160. Und von der Zeit her, der muss aber noch ein Stückchen. Also, so lange ist es jetzt schon circa drin. Genau, und hier mit den anderen müssen wir mal gucken. Wir backen vielleicht einen mit Ober- und Unterhitze und einen mit der Pizzastufe, also Umluft und Unterhitze. Dann hoffentlich ist es besser.
Hier seht ihr Numero Uno. Erst bei 160 Grad Umluft, dann bei 140 Grad Umluft. Insgesamt jetzt 55 Minuten gebacken, sehr dunkel. Hier ist Numero Dos. Der ist jetzt bei 130 Grad Pizzastufe drin und wird hoffentlich auch eine Stunde brauchen und dann wieder schön werden. Oh, ich bringe nichts, wenn ich näher rangehe. Sehr unspektakulär. Richtig. Dann das Auto doch nicht mitgenommen. Na super. Kann man nur ein Auto vergessen? Wieso das Auto? Hätte man gleich rinschmeißen können. Ach so. Ja. Wollen wir den jetzt zusammen tragen, wie so zwei Ameisen? Das Ding. Schaffst du das alleine? Alle unsere Stollen sind heil zu Hause angekommen. Der Weihnachtsbaum, der kommt jetzt gleich hierher. Ich habe das hier schon mal abgedeckt wegen Harz und die Decke kommt da drunter. Tim holt gerade den Weihnachtsbaumständer. Der Baum kann natürlich erst hoch, wenn der Weihnachtsbaumständer da ist. Den holt Tim gerade und dann stellen wir den auf und lassen den ein bisschen aushängen. Und mir ist gerade aufgefallen, dadurch, dass wir den ja nicht gekauft haben, so, sondern wir haben den bei Tims Eltern im Garten abgesägt, ist der jetzt nicht in so einem Netz. Das heißt, der muss sich eigentlich auch nicht aushängen, weil der lag im Kofferraum von einem Transporter einfach so da drinne frei entfaltet. Ah! Da ist der Baum. Du bist, also ich weiß nicht, was jetzt mit dem Ding hier in der Tür passiert. Ja, die geht aber nicht weiter auf. Du schaffst es schon. Nichts passiert. So. Brauchst du Hilfe? Der ist komplett nass. Wieso? Ach, weil er abgetaut ist? Der ist abgetaut, ja. Okay. Also ich präsentiere unseren Weihnachtsbaum. Er steht. Der hat mit Absicht so wenig Äste. Wobei das schon einer mit vielen Ästen war. Wenig hat er jetzt so hoch oder so? Nee, aber wir wollen den richtig schön vollpacken mit Deko. Und die Spitze müssen wir eh abschneiden, weil da so eine künstliche Spitze drauf kommt. Das ist ein bisschen nackt. Da hängen wir Zeug hin. Und der hat hier sogar noch ehemalige Tannenzapfen und vielleicht das Eichhörnchen. Da hinten sind auch noch ganze Tannenzapfen, wo das Eichhörnchen gegessen hat. Keine Ahnung. Das sieht mega lustig aus. Aber er ist richtig schön dunkelgrün. Ich freue mich voll. Das Problem ist, wir werden jetzt die Tür wahrscheinlich nicht mehr ordentlich zukriegen. Das heißt, wir müssen den noch ein Stückchen verschieben. Es ist jetzt ein bisschen später. Also den Baum schmücken wir morgen. Da nehmen wir euch auch mit. Und jetzt verpacken wir ein paar Geschenke oder alle. Mal gucken, wer weiß. Also wir verpacken jetzt natürlich nicht gemeinsam die Geschenke für ihr als den anderen. Das macht keinen Sinn. Schade. Aber wir verpacken jetzt für Karl und unsere Familie und so. Ich zeige euch jetzt mal hier unser Lager. Wir haben tatsächlich echt viel Geschenkpapier. Weihnachtliches vor allem. Aber wir haben noch zwei Rollen gestern gekauft, glaube ich. Zwei waren das, ne? Gestern zwei und das eine Monty. Ja, die habe ich alle schon gezeigt, ja, die von gestern noch nicht. Und zwar haben wir das hier vom Edeka. Das fand ich mega schön. Das passt auch zu dem hier, was wir dieses Jahr neu gekauft hatten. Und die haben wir gestern auch noch neu geholt. Die passt auch mit zu dem. Und hier das hier. Das sind ja die ganzen neuen Rollen, die noch verpackt sind. Und das hier war alles noch da. Und das hier ist Ikea. Das ist Ikea. Hört ihr Karl singen? Der ist irgendwie scheinbar noch nicht so müde. Er ist schon im Bett. Es ist mega spät, aber... Genau, hier ist unser Lager mit Schleifen. Wir haben auch fast nur weihnachtliche Schleifenbänder, ne? Übelst krass mit so Schneesternen und so. Es ist fast alles weihnachtlich. Hier sind Geschenke, hier sind überall Geschenke. Und hier ist auch noch Papier. Das ist, glaube ich, auch Ikea-Weihnachten. Genau, also wir werden es jetzt hier mal schön abquälen. Also hier sehen Sie Tim im... Einpackstress. Wir haben immer noch ganz gut Geschenkpapier, aber es hat schon abgenommen. Hier sind jetzt so leere Verpackungen und hier sind einfach schon ölzle verpackte Geschenke und es sieht so schön aus hier. Die hier sind einheitlich, die hier bei Karl. Das ist natürlich mega blöd, weil er so Riesengeschenke hat, die einfach so große Verpackungen haben. Haben wir jetzt vier verschiedene Sorten Geschenkpapier plus da hinten noch das einzelne in dieser Tüte, aber ihn stört das noch überhaupt nicht. Von daher, ihm ist es gleich vollkommen egal, Hauptsache er kann es aufrupfen. Das heißt, ihn stört das noch überhaupt nicht? Hey, es gibt Leute, die da Wert drauf legen. Und hier, das sieht man jetzt nicht, da sind noch Geschenke drin, die wir dann nachher noch verpacken werden gleich. Erstmal muss das hier noch fertig werden.
Und ansonsten haben wir noch irgendwo Geschenke gelagert. Unsere halt für uns gegenseitig, ne? Ja, aber für andere Leute. Ja, der Stollen. Wir wollen noch Stollenstücke verschenken, die wir einzeln abpacken. Willst du die verpacken, bitte? Ich filme die ganze Zeit auf dich. Warte, ich kann meine Kamera drehen. Genau. Also bei dem Stollen ist es so, wir werden halt, also wir haben 3 Stollen und wir werden die jeweils Drittel, dann haben wir 9 Stücke. Und jetzt muss ich mal durchzählen, wie viele Leute Stollen bekommen. 7 Leute bekommen Stollen oder 7, also zum Beispiel meine Eltern ist jetzt als 1 gezählt, ne? Dann haben wir also noch 2 Drittel Stollen, also einen 2 Drittel Stollen für uns, das finde ich in Ordnung, das reicht auch so. Und dann nehmen wir so ein Drittel Stollen, packen den in so, ich habe so 3 Liter Gefrierbeutel gekauft und packen den da rein, dass der halt hygienisch lebensmittelsicher verpackt ist und machen da dann eine Schleife drum und schreiben auf den Beutel oder auf die Schleife, für wen es ist und tun das dann zu den Geschenken mit dazu. Das müssen wir halt echt noch dran denken, dass wir es rechtzeitig machen, aber nicht... Also nicht zu zeitig, nicht zu spät und das entsprechend dann mit dazu tun und alles genau. So, wir haben es dann auch mal geschafft und wollen jetzt unseren Baum schmücken. Ich hatte ja gesagt, dass wir Zapfenreste noch abmachen wollen. Solche, ich habe gerade gar keine Peilung, solche hier. Tim macht das schon, geht es gut? Stimmt. Genau, das machen wir vorher und wir müssen den gleich noch ein bisschen verschieben, weil die Tür sonst nicht richtig zugeht. Ich glaube, das hatte ich gestern schon erwähnt. Stellt erstmal die Kamera auf und dann könnt ihr uns hier wie die fleißigen Ameisen beobachten, wie wir den Baum schmücken. Wo machen wir die hier da besten mal? Nein, Müll. Jetzt in die Küche rennen. Dann sammeln sie in deiner Hand oder so. Dann musst du sie abmachen. Dann mach einfach die Küchentür auf. Genau, ich stelle jetzt mal die Kamera auf. Von oben nach unten unseren Baum. Wir haben das schön geschmückt, Marie. Wir haben das sehr schön gemacht, ja. Genau, ich laufe dir mal durchs Bild. Ich habe mein Handy unten gerade. Genau, so sieht der. Oh, hier ist eine Lampe. Mami, so sieht der aus. Wir haben wie gezeigt schwarz und weiß und dann einiges an Silberakzenten.